Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nice. Im letzten Part haben wir wieder angefangen, hier im Untergrund ein bisschen zu erkunden. Haben auch schon gut was geschafft. Wir haben auch schon einen Schrein gefunden, also eine Wurzel gefunden, wo hätte noch ein Schrein sein müssen. Das heißt, am Ende des Parts gibt es vielleicht noch so einen Schrein. Schauen wir mal. Die nächste Wurzel ist grün, wo wir hin müssen. Wir haben auch zwei Arenen gefunden, wo man noch nichts kämpfen konnte, weil da wahrscheinlich Kogler hinkommt oder so. Muss man mal abwarten. Wir haben noch einen Hinox besiegt. Der dunkle, der schwarze. Genau den. Aber hier ist ja nicht so viel los. Hier ist ja nicht mal so ein krasser Boss. Immer dieser Eisgegner da? Nee. Haben wir alle besiegt von. Ja, ich hatte auch gehofft, dass es alle möglichen hier unten gibt, aber ich glaube, es gibt wirklich nur so ein Eis. Bei den anderen weiß ich ja gar nicht, was der Boss ist überhaupt. Die anderen beiden Dungeons. Auch wenn der nächste bald kommt. Freut euch. Was hast du vor? Blind sein da. Die Ausdauer wird bis dahin nicht ab. Nicht ab. Oh Mann, ey. Aber wenigstens kommt man hier ordentlich von A nach B. Diese Wände sind echt nervig gewesen oft. Ja, aber ich glaube, jetzt wird die nächste Wand kommen, ehrlich gesagt. Nein, sag das doch nicht. Konolm! Das sah aber ein bisschen so aus. Konolm. Ah, oh, man kann hier noch durch, okay. Oh, das ist schon wieder so eine Arena. Oh, das hängt doch alles zusammen hier. Hast du denn dein Motorrad unter Kontrolle überhaupt? Naja. Naja, also ab. Da sind Pilze. Was steht da rum? Hier, wer bist du denn? Das ist die Odo. Oha! Sie gibt's doch. Aber das ist ein anderer Ort. Kann man die jetzt nochmal fotografieren, oder ist das derselbe? Okay. Nee, es ist ein anderer, glaube ich schon. Hä? Haben wir die noch nie fotografiert? Nee, wir haben die noch nie gefunden im Untergrund. Ja, aber wir haben noch normal gegen die gekämpft. Ich weiß nicht, ob das ein extra Eintrag ist. So, wie hat denn das funktioniert? Mit Blitz abschießen. Vor allem diese rosa Stellen da, sonst kommen da ihre Helfer dann raus. Das war zu früh. Ja, im letzten Part haben wir noch davon gesprochen, das ist nicht so schön. Ich glaube, du musst näher rangehen und dann kannst du das kaputt schießen. Warte. Hä? Soll das noch nicht gehen? Die leuchten auch noch nicht so richtig. Ich glaube, die waren halt viel greller eigentlich. Achso. Wir haben sogar zweimal gegen die gekämpft. Vor dem Dungeon und dann. Als Boss. Ja, krass, dass die hier rumfliegt. Ein paar Stürmchen. Gott, geht auf Entfernung. Distanz. Was jetzt vielleicht? Wann kommt denn die andere Phase? Wir müssen mal wieder Waffen kombinieren. Ja, wir haben größtenteils noch mal. Gott, Hilfe. Maximum, mehr Leben.
Und das ist halt immer voller Heilung, das ist halt das. Wo ist sie? Sind denn die jetzt noch größer geworden? Boah, jetzt komm her. Aber sie hat ja noch nicht die Hälfte verloren, vielleicht ist deswegen. Mann! Einfach ausgewiesen. Ach ja, du kannst es halt immer noch nicht. Absturz. Zu weit weg, oder? Ja, ich möchte jetzt auch nicht die stärksten Sachen alle verballern. Müssen wir ja, ein bisschen was mit... Ja, Waffen gleich. Wo sollen denn noch kommen? Also, du müsstest ja gleich noch ein paar Waffen bauen. Soll deswegen. Euch den Sandsturm nicht durchschießen? Nee, hab ich ja eben schon versucht. Es war nicht genug Wille. Oh, jetzt kommt's, oder? Ja. Ah. Mir war ein bisschen zu voreilig. Das wollte ich. So. Da, Pfeile, 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 let's go. Wie kommen das dann so endlich da raus, ey? Ja. Hast du die Krabbeln schon mal fotografiert? Stimmt, ich glaube, wir müssen jetzt hier alle mal fotografieren, ne? Nee. Hä, warum zählen die nicht? Haben einfach nur die Königin nicht gehört? Aber die Krabbler sind halt so böse. Kann man sie jetzt einfach angreifen, oder? Ist mir egal, ich mache erst die Dinger aus. Solange die nicht wiederkommen. Denke ich nicht. So. Was machst du jetzt? Und diese ganze Armee da noch. Oh Gott. waren die nicht. Hat die nicht alle eine Blitzschwäche? Warum nicht? Jetzt angreifen! Nee, er hat wieder aufgeladen, Mist. Macht irgendwie gar nichts mehr so toll. Schon. Gab's nicht auch so Elektrobären? Ich glaube nicht. Also du meinst das, was du gerade hast? Nee. Ah ne, aber es gibt Elektroschleim noch. Ja, irgendwas. Wenn man den hat da. Da war es, rechts. So, wo ist sie jetzt? Oh.
Hinterher! Du stürzt ab. Jetzt rein da. Los. Warum muss denn das Vieh noch aufstehen? Du hast jetzt schon so viel Blitze abbekommen. Du bist kein Monkey D. Ruffy. Du bist kein gutes Gummi. Oh oh. Liegen geblieben. Schon fies, ich schon sehr langsam. Ne? Jetzt Angriff, tot. Alter. Da ging der andere aber deutlich schneller. Ja, das auf jeden Fall, aber schon mal wieder cool. Das stimmt. Man weiß, wie viele wir noch haben im Untergrund. Vor allem, was ist in der Truhe drin? Oh, ist das, das hat Foto, oder? Ach, du mit deinem Foto immer gleich hier. Ja, außerdem verbinden, aber Foto. Wie, nee, nicht Foto. Warum? Betrug. Oh nein, es ist ein Fächer. Ach Mann, ey. Und ich hatte schon bedenkt, dass der Part so kurz wird. Naja. Das darfst du niemals sagen in diesem Spiel. Das ist wohl wahr. Aber warum hatten wir hier gerade weg? Was denn? Mach so einen rostigen Zweihänder. Unser Motorrad ist wieder weg. Hier da hinten ist es doch, oder? Ja. Ja. Ah, das ist auch gut. Hat der Eisgegner auch immer 100 gegeben? Ich glaube schon. Ne, ihr geht erstmal weg. Wir wollen zu Lila. Tschüss. Direkt um die Ecke. Absturz. Puff. Porak. Wüst. Da oben muss ja auch direkt was sein, wahrscheinlich. Oben. Kannst ja mal in die Richtung fliegen. Ja, möchte ich auch noch mal. Da ist bestimmt noch was. Wäre halt auch schon das neue Gebiet, aber. Ja. Oder? Ne, wäre es gar nicht. Nee, war es nicht. Ich bin immer wieder verwirrt. Da hinten. Okay, vielleicht ist die jetzt knapp zu weit weg, aber selbst wenn. Die aktiviere ich jetzt auch wieder. Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Boah, Actimel habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt. Hast du es denn gerne getrunken? Ich glaube, das normale nicht, aber da gab es ja auch andere Sorten, die dann schon eher. Die Werbung aktivieren will. Kennst du Yakult? Nie getrunken. Also, das war nicht meine Frage. Ja, ich weiß, was es ist, aber ich hatte es nie. Ich weiß nicht, mich fand das immer so eklig. Das sah immer so komisch aus. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, Jan. Oh nein. Was geht denn jetzt hier ab? Vor allem, tja, dein, der Part wird zu kurz, geht jetzt ab. Vor allem die beiden anderen Sachen, da waren die jetzt. Das ist klar, aber das Rote, war das jetzt im Gebiet noch? Aber was ist hellblau? Was hast du denn noch markiert? Ich bin so verwirrt. Das war noch ein Jägerlager. Aber das Rote war.
Kein Jägerlager. Gamma-Konstrukt. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was gut und was schlecht ist mit diesem Konstrukt. Mach das Ding weg, sonst geht's wieder kaputt. Ja, kann ich gerade nicht. Wie kannst du nicht? Du kannst doch hingehen und es retten. Das hatten wir auch noch nie. Das war's wert. Aber Gamma hatten wir schon mal, oder? Wahrscheinlich. Für mich ist das immer dasselbe. Na komm, schönes Bild. Oh ne, das andere war viel besser. Oha! Das war natürlich besser. Er hat getauscht. Alles zurück! Kaputt machen! Nein. Wieder mal tauscht. Oh nein, ich habe die Kampfarena verlassen. Jetzt hast du den Kampf verloren. Bowser wäre gar nicht begeistert. Warum ist es jetzt dunkel? Eben war es doch noch hell. Oder Son Goku. Das ist das Turnier der Kraft hier. Ach, was passiert denn hier gerade? Das ist das Turnier der Dunkelheit hier, mehr nicht. Gab's ja nicht mal eine Truhe. Wo ist unser Fahrzeug? Warum ist das jetzt so? Ich hab Angst. An welcher Stelle hast du es denn hingelegt? Irgendwo am Rand. Oh, warum? Dann geh doch bitte auch am Rand und lauf da lang und nicht hier von der Mitte aus. Sonst siehst du es doch nicht. Ach so, ich dachte, ist es jetzt vielleicht runtergefallen? Ja, gut möglich. Würdest du es durch die Wand sehen? Durch die Wand nicht, ne. Das wieder kaputt gemacht. Ich glaube, wir können die Suche aufgeben, ja. Oh, das war sehr optimistisch. Ach, jetzt weiß ich, warum es auf einmal so dunkel ist, auch weil wir die andere Rüstung jetzt anhaben. Das ist aber nicht meins ein Unterschied. Ja, nee, so wie es in der Arena war nicht, aber... Dass wir sonst halt auch gar nichts gesehen haben. Achso. Da ist mir mal gespannt. Inneres Hyrule. Das ist ein anderer Bereich. Hören Sie mal, ist da unten jetzt noch eine. Das ist ganz am Anfang gewesen. Ja, so einen anderen Bereich habe ich ja schon markiert. Guck mal auf der Karte, da war noch was, aber da kommst du, glaube ich, von hier aus nicht hin, oder? Das da rechts, weiter oben. Direkt neben Rot. Hier, oder wie? Rechts neben Rot, da. Das? Ja. Nee, da kommen wir nicht hin. Alles, wo schwarz ist, können wir, glaube ich, gar nicht durch. Ja, aber da unten haben wir noch eine Fahne. Ja, da waren wir das letzte Mal... Ja, von da aus kommt raus. Ja, aber da waren wir doch bestimmt dann. Ey. Schon. Du hast es gerade eben aufgedeckt, Jan. Ja, dann können wir dann auch nochmal hin. Wir könnten dann noch gar nicht gewesen sein.
Das ist eine Lüge. Naja, wenn man nach unserer Regel vorgeht, dann kann man doch noch nicht gewesen sein. Nein, ich. Warum passiert das denn nicht nochmal? Muss es auch nicht. Einfach weg. Tschüss. Weg oh damit. Gott, einmal hat gereicht. Als ob das nur einmal passiert ist. Naja, gut. Hilfe. Wir wurden umgeleitet. Warum ist denn da noch ein Schrein? Vor allem, das ist, lohnt sich ja mal gar nicht. Das ist ja so ein Zentimeter. Jan hat nicht gelernt. Er wollte doch eigentlich immer die Dinger durchfahren. Oh, das ist jetzt aber in der noch. Mann, ey. Ich finde der Radius, dass du was greifen darfst, soll eigentlich größer sein. Ein bisschen zumindest, ja. Oh, von Skyward Sword. Die gute Himmelshose. Ich darf es nicht mal mehr durchnehmen. Nö. Wie weit ist es denn gekommen? Zu weit. Dass man nicht mal ein Set vervollständigt, sondern immer aus neuen Sets irgendwas bekommen. So, und jetzt gucken wir mal, wo denn hier der Schrein ist. Haben wir den oben? Darf ja eigentlich gar nicht sein. Oder haben wir das vergessen? Ah, es ist auf dem Berg. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier. Und das war ja auch nicht, war ja hier oben. Warte, falsche Markierung. Ja. Gut. Erstmal zu rot, würde ich sagen. Und dann kommen wir nochmal rüber, vielleicht. Ich werde immer mehr schreien und die machen wir im nächsten Part. Oh ja, voll den Kopf angestoßen. Glaubst du nicht, dass das wehtut? Erinnert mich ein bisschen an. Ach, wie heißt denn das Spiel? Hä? Happy Wheels. Da hat auch immer den Kopf irgendwo gestoßen, das ist gleich alles weggeflogen. Aber die haben auch den Kopf verloren und alles andere. Ja, das stimmt wohl. Ah ja, ich hab das mal bei Hardy geguckt, einer von Pizweet. Ah, wundervoll. Alter, da ist direkt jemand. Ein ja, bekannter Parkplatz. So, jetzt kommt er da gleich um die Ecke. Da hinten ist einer, ist aber ein anderer. Vertraust du dir jetzt den Augen überhaupt noch? Mehr als man Schießkünsten selbst. Das war ein bisschen zu früh. Hat er wieder umgedreht? Ja, er hat umgedreht, deswegen. Dann wo ist der andere? Du bist immer in den. Da! Tada! Heute für eine Kunst. Alle an der Universalküche, die kannst du auch in den Berg reinhauen. Wenn es regnet, kannst du trotzdem kochen. Muss da unten, okay. Willst du da unten, ja, okay. Oh, oh.
Oh Gott, was tust du denn? Er stürzt. Oh oh. Oh Gott, tschüss. Wir lassen dich zurück. Ja, von hier aus müssen wir uns ja eh gleich wegporten, von daher passt das. Bist du da auch so gelandet bist auf diesem Ding da? Was für ein Zufall. Als ob es geplant wäre. Neben Sono-Energiekristallen bergen verlassene Stollen offenbar noch einen weiteren faszinierenden Schatz. So ein steinerner Riesen gefunden, antik, imposant und kunstvoll gefährdet. Wir nennen sie Konstrukte. Aufgrund ihres Alters sind viele von ihnen brüchig und verfallen, doch vereinzelte von ihnen sind auffallend unangegriffen. Die Dinger müssen wieder laufen. Überlegt nur, welche riesige Macht in ihnen steckt. Forsch, ihr Lumpen. Dies waren die weisen Worte des großen Koga, als er den Agenten zum Erkunden unseres neuesten Stollens aussandte. Es handelte sich aber um die verlassene Zentralmine im Südteil der Ebene von Hyrule. Falls nein, wenn. Falls. Egal, unser Meister reicht bald. Seo ist unsere goldene Stunde der Jäger endlich zum Greifen nahe. Jorun Koga. Gut, dann schauen wir mal bei dem letzten Zipfelchen. Ne? Musst näher ran, Jan. Hä? Achso, kannst sagen. Fehler. Aber warum ist das eine Fahne? Ich habe diese Markierung noch nie verstanden. Das war das letzte Mal, wo du da runtergegangen bist, wo du im Untergrund warst? Nee, wo wir rausgegangen sind. Rausgegangen? Das ist der letzte Austrittspunkt. Falsche Richtung. Lüge. Ich halte das für nicht falsch. Boah, weißt du noch, als wir das alles zu Fuß gegangen sind? Was ist dein Plan? War kurz verwirrt, was das ist. Warum gehst du da hin? Willst du kein Auto mehr bauen? Ich kann kein Flugzeug mehr bauen. Deswegen sage ich ja Auto. Ja, hier bei den Bergen gerade bringt es uns das auch nicht viel. Vielleicht hier oben gleich. Wir müssen wieder an den Automaten und wir müssen auch wieder die Batterien ertauschen. Vielleicht kommst du auch gut hin. Ohne alles einfach nur fliegen. Ne, Speed habe ich nicht. Schade. Kann man hier fahren ist? Ja, ne, ignoriert's einfach. Die guten alten Qualmerlinge. Was fehlt uns denn, Jan? Ventilatoren. Ja, die haben wir ja. Ein Ventilator hat gefehlt, meinst du? Ja. Das muss doch ganz oben sein, ja. Weil du sagst die ganze Zeit, dich stört das, dass du das leicht Rechtsteil hast, aber du willst es nicht nochmal genauso zusammenbauen. Nee, das kriege ich eh nicht hin. Wird nur schlimmer. Ich glaube, es wird nur schlimmer. So schlimm ist es nicht. Dann, dass ich das. Nee. Da wollen wir hin. Heißt, im nächsten Part machen wir die Schreine. Wir werden die Batterien eintauschen.
Mehr nehmen wir uns erstmal nicht vor. Das sind schon. Wie viele Schreine haben wir jetzt gesehen? Zwei oder drei, oder? Drei. Drei sogar. Was? Alter, da fährt sogar wieder ein Auto. Nein, ich will das nicht sehen. Es ist auf Fisch bestellt, was die da für Fahrzeuge haben. Na, und jetzt wieder Puff, juhu, toll. Ein Raketensprinkler, was? Der Arme, der hat doch nichts gemacht. Oh, wundervoll. Okay, da lese ich immer zum Schluss. Pfeile, da waren 10 Pfeile. Jawohl. Und mehr Pfeile. Viele der Monster, die hier hausen, gibt ein wabernder, rötlicher Dunst, ähnlich der Masse auf dem Boden. Genau wie das Miasma auf dem Boden sind auch Miasma-Monster ungemein gefährlich. Wer von den Angriffen, eines solchen Wesens getroffen wird, und sei es nur leicht, verliert urplötzlich an Lebenskraft. Untergrundbewohner solcher Art sind daher unter allen Umständen zu meinen. Es besteht Lebensgefahr. Oder zumindest Gefahr, statt köstlichen Ballern eklig bittere Sonnenfleckchen verzehren zu müssen. Wurmkugel. Gut. Dann ich sag was aus dieser Folge. Und im nächsten Part, wie gesagt, Schreine, Sachen eintauschen. Demnächst Himmel, neues Gebiet Sora. So geht's ab. Also nicht verpassen, sagt ihr das, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.